So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf YouTube mit Resident Evil 4, dem Remake. Wir sind im letzten Akt auf der Insel. Und da werden wir jetzt mal schauen, wie es hier weitergeht. So. Dann gehen wir mal hier rein. Schätze, haben wir alle, bis auf das hier hinten. Weil das scheint auf einer anderen Ebene zu sein. Steht da unten rechts echt 1 von 24? What? Egal, weiter geht's. Wollen ja irgendwann mal zum Ende kommen, oder? Auf jeden Fall ist schon der Gegner. Alter, treff doch. Also irgendwie hat Leonard kein Zielwasser getrunken. Arschloch. Mein Gott. Heute ist nicht so mein Tag, hä? Hier schätze. Ach, jetzt sind wir wieder eine höher. Ah, verstehe. Kommen wir vielleicht doch noch zu dem Schatz. Oh, klar. Oh nee, der Große. Ich habe auch mitgekriegt, dass man die nur verletzen kann, wenn das Maul offen ist. Mach auf. Die sind schlimm. Die sind echt schlimm. Schattenspiel. Was sagst du? Noch eine schwere Granate. Mittlerweile habe ich 4 Stück. Okay. Dreht schon. Die KI ist natürlich. Ja. Sei jetzt mal dahingestellt. Aber vielleicht komme ich doch nicht dahin. Naja. Spielen wir Splinter Cell hier. Die sind aber echt überall hier. Hat er hier beobachtet? Hier wird's zum Schatz gehen. Oh, hier komme ich nicht durch. Ha.
Ah, verstehe. Ich muss das hochjagen. Aber dann locke ich bestimmt alle ein. Na, sollen sie lieber herkommen. Da ist er. Ein Goldluchs. Dann kann man aber, glaube ich, nichts reinmachen, oder doch? Hätte ich gerne drei Farben. Ich habe noch einen Schlüssel. Oh, stimmt. Sein Labor. Müsste dann hier auf der Insel sein, oder? Ist das beim Schloss? Nee. Glaube ich nicht. Aber die Explosion scheint sie nicht mitgekriegt zu haben. Doch, haben sie. Oh, was ist denn hier? Aber was haben die hier für Rüstung? Kommst du her? Wo kam er denn jetzt her? Er hat einen Raketenwerfer an der Hand gehabt. Habt ihr das gesehen? Krass. Der trifft heute aber auch nichts, der Leon. Mein Gott. Geht's dahin? Kommt mal noch ein Stück vor. Genau so. Ach, die Pseuden könnt ihr behalten. Was haben wir jetzt? Sagen eigentlich meine Messer. Zwei kleine und mein großes hat nur noch die Hälfte. Oh, da haben wir einige Schätze. Ach du Scheiße. What? Ist das Spiel echt noch so groß? Halten Sie Ashley hier fest? Mein Gott. Ah ja, klar.
Abwehr? Ey, hört doch mal auf, immer Geld fallen zu lassen. Gib mir lieber Munition. So ein Schatz. Krone. Der hat 4 Slots, glaube ich, gehabt, gell? 5 ganz und gar. Krass. Also 5-mal dieselbe Farbe wäre natürlich auch richtig krass. Oh, ich höre hier was. Wo ist er? Da. 9. Hier komme ich wohl nicht rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Wäre ja auch zu einfach, wenn du hier reinkommen würdest. Tür aufmachen? Nein. Das ist mies hier. Karte aktualisiert. Ist auf jeden Fall ein Schatz. Ja. Ein Kristall. Ich glaube, hier sollte man nicht durch. Das Piepen sagt hinter der Tür ist eine Bombe, denke ich mal. Wo führst du hin? Natürlich. Wie wär's denn, wenn du mal triffst, Leon? Diese Bomben hier. Ach so, okay. Spinde. Plantgranate kann ich nicht machen, ne. Brauche ich 5. Open. Der Spind geht nicht auf? Nee. Die schläft. Komm schon, wach auf! Fuck! Halt durch. Ashley befreit. Oh, die ist auch schon wieder tot. Oh. So.
zielen. Hier ist auf jeden Fall irgendwas Großes. Aber will ich hier schon runter? Also von hier komme ich ja. Okay. Ich muss da runter. Granatenzeit. Aber knapp. Seidenkristall. Hier geht's zu Ashley. Aber hier brauche ich wohl eine Schlüsselkarte. Brauche eine Karte. Gehen wir mal hier hoch. Als ob. Der kleine Lappen, ey. Sorry, keine Absicht. Früher ist wenigstens auch der Kopf geplatzt bei der Aktion. Also scheinbar rausgenommen haben. Ach komm ey Leon, was ist denn los heute mit dir? Er will einfach nicht treffen. Leute, ich brauche echt mehr Zielwasser heute. So, ich schätze. Ja, unter mir. Schießpulver. Mehr nicht? Okay. Munition. Oh, hab ich noch ein bisschen was. Schießpulver. Irgendwas? Nee. Seidenkristall. Boah. Der hat mich erschrocken. Geh mit ihm ab. Forellenbarsch. Können wir mal nehmen. Ein Händler.
des einen Knarre des anderen Leitfremder. Willkommen. Wo er immer überall ist. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten? Kleinigkeit. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. 100.000. Auch ein Probier mal, wie sich das kommt. Jederzeit wieder. Kann man mal speichern. Das haben sie auch komplett geändert im Vergleich zum Original. Hier brauchst du auch Schlüsselkarte. Okay. Das ist ein größerer Abschnitt. Größer als ich dachte. Wo soll ich denn lang? Gefrierhaus. Sezierstation. Gehen wir erstmal ins Gefrierhaus. Oder auch nicht. Die stehen wieder auf, die kennt man auch noch aus dem Original. Hä, hier war noch halt. Kehlsaft. Okay, ich muss natürlich dahin, wo der ist. Der ist ein Problem. Ein großes. Wo ist er hin? Labornotiz. Herrn Dr. Ernesto Munoz Reyes, Facharzt für Pathologie. Der Abteilungsleiter hat dem Antrag auf Erneuerung Ihrer Schlüsselkarte stattgegeben. Bitte gehen Sie mit Ihrer Schlüsselkarte der Stufe 1 zur Sezierstation und folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 2 Freigabe mit dem Gerät im Gefrierhaus. Und alles klar, da wird erzählt. Also erst Sezierstation, Gefrierhaus, Inkubationsstation. Okay, mal ich dann. Und jetzt kriegen wir Besuch. Ah, wo ist er? Vor allem, wo ist der hingelaufen? Da ist dunkel. Man hört ihn auf jeden Fall. Okay. Aber warum ist da immer noch ein Ausrufezeichen? So, ich könnte es wieder umstellen. Hier ist auch ein. Achso, das war das. Hey, wo kriege ich denn die Karte? Ich habe doch die Karte noch gar nicht gekriegt, oder? Nee. Wo ist die? Hab ich die jetzt übersehen? Ach, jetzt geht's hier auf, okay.
Ja, die ganze Zeit das Vieh atmen. Kann ich da auch rein? Nein. Hä? Bitte was? Keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Aber es hat funktioniert. Das ist ja pfui. Gott. Was für Experimente veranstalten die hier? Das ist eine gute Frage. Analysebericht Regenerator. Es ist soweit, ich habe neues Leben erschaffen. Ich nenne ihn Regenerator. Sein Stoffwechsel sucht seinesgleichen. Solange die Parasiten in seinem Körper nicht vollständig abgetötet werden, ist er in der Lage, sein Gewebe immer wieder zu regenerieren. Ich habe testweise seinen Körper mit einem biosensorischen Zielfernrohr betrachtet und konnte mich davon überzeugen. Genau, den brauchen wir, um dieses Vieh zu töten. Schlüsselkarte. Jetzt wird er auch kommen. Oh, hallo? Goldbahn. Ich kann leider nicht angreifen, weil ich seine Schwachstellen nicht sehe. So, wir haben jetzt Stufe 1, also hierhin. Sind das mehrere? Wahrscheinlich. Wie kein Strom. Ich muss den Strom einschalten. Oh. Ja, genau. Wie soll man diese Angriffe ausweichen? Also hier unten wieder hin, oder was? Das ist doch doof. Kann ich mal vorbeirennen? Genau. Ernsthaft? Mist, noch einer? Ich sehe seine Parasiten nicht, das bringt mir nichts. Komm schon, warum dauert das so lange? Stufe 2. Oh, hier ist noch. Gut, dass du mich das in Ruhe machen lässt. Warte mal. So. Da oben fehlt mir der Strom noch.
was ist denn das? Jetzt habe ich alle. Oh, neue Waffe. Lass mich durch. So, das. Ja, da liegt jetzt noch Munition. Holen wir uns dann. Jetzt muss ich hier hin. Das heißt, wir locken den mal kurz raus. Das ist hinten in der Ecke, scheiße. In dem Raum natürlich. Ach, das war ein Safe oder sowas. War knapp. So, und jetzt müssen wir dahin. Vor allem der ist schnell. Ach ja, es sind ja zwei jetzt. Natürlich. Natürlich trifft der. Gibt's noch irgendwas? Technik. Kommen noch normale Gegner oder was? Euer Ernst? Aber knapp. Kannst ruhig sterben. Warum kommt der Regenerator jetzt hier nicht rein? Irgendwie ist ein bisschen Ruhe hier. Heidewitzka. Noch mehr von denen. Warum muss ich da jetzt echt rein? Aha. Geil. Als ob die zwei nicht gleich raus. Ich hätte meine Granaten aufheben sollen, echt. Ich brauche das Visier. Hier sieht's aus. Aber lass bitte nicht alle vier hier erscheinen. Einmal in eine Granate. Ah ja, ich habe ja auch noch ein neues Maschinengewehr, gell? Ha. Ja, jetzt kriegen wir den Aufsatz. Jetzt können wir die auch besiegen. Stingray geht die sogar. Hä? Ach,
hab's jetzt an. Nee, wow. Ich Dulli. Die Stingray ist also die Maschinengewehr. Ist ein Scharfschützengewehr, so rum. Macht hiermit mehr Sinn. Naja. Hier sehen wir schon. Einer wird aufstehen. Das ist der da. Beide werden aufstehen. Why? Warum? Hä? Ich brauche einen Schraubenschlüssel. Wo kriege ich denn jetzt einen Schraubenschlüssel her? What? Wie, ich brauche einen Schraubenschlüssel? Was ist denn Quatsch jetzt? Hört ihr mich verarschen? Jetzt darf ich einen Schraubenschlüssel suchen. Da geht's nicht lang. Ja, geil. Such mal einen Schraubenschlüssel. Hat bestimmt einer von den zwei hier oben, wa? Ah, wo sind sie? Genau so besiegt man die. Boah, ey, dass sie so rennen können. Das ist so nervig. Hallo, treffen. Was war das? Alter. Also mit dem werde ich nicht warm. Na, immerhin. Ich hätte eigentlich gehofft, die würden Dings fallen lassen. Oh, ich hab drei. Das bringt ja alles nix. Wo finde ich jetzt den Schraubenschlüssel? Sezierstation. Da war ich ja, ja. Ist jetzt nur kein Strom. Ich hätte eigentlich gehofft, dass die beiden, irgendeiner von denen einen Schraubenschlüssel hat. Aber wir können jetzt nochmal in Ruhe hier überall umgucken. Aber hier ist kein Strom. Mal Strom einschalten. Okay. Hier liegt Werkzeug rum, aber natürlich kein Schraubenschlüssel. Warum war? Ha. Hier hat man alles. Eigentlich hatten wir doch hier alles durchsucht. Also der Bereich bringt mir gar nichts.
Überschreibungsterminal, ja. Wo ist der Schraubenschlüssel? Können wir nochmal speichern. Hier waren wir ja drin, genau. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Lässt das mein Ei liegen? Okay, warum nicht? Warum läuft hier überhaupt der Huhn rum, Alter? Es geht. Ich denke mal nicht, dass der Schraubenschlüssel so weit weg ist. Irgendwo hier wird er wohl sein. Liegt da nicht Munition? Sag ich doch. Ist auch kein. Da ist er doch. Hallo, willst du mich verarschen? Da liegt ein Schraubenzieher. Würdest du den nicht mal nehmen? Dein Ernst? Das ist doch nicht sein Ernst. Stufe 3 habe ich noch nicht. Oh, ist noch ein Koffer. Oder muss ich euch hier freischießen? Und ihr habt den. Ja, ja. Alter, die Viecher sind so schnell. Hast du? Nee, hast du nicht. Die haben nur Schätze. Den nehme ich auch gerne. Zwei zum Preis von einem. Okay. Der hat ihn. Euer Ernst. Nicht schlecht. Nice try. Nicht schlecht. Ach, ja, ich bin halt doof. Schraubenschlüssel, nicht Schraubenzieher. Wer hat euch jetzt hier eingeladen? Oh, guck. Echt jetzt? Ja, genau.
Stirb. Stirbt einfach alle. Die sich alle noch bewegen, ey. Ah, endlich. Schwere Geburt. Ashley befreien. Das heißt, wir müssen wieder hoch. Nee, Quatsch. War hier unten nicht auch noch eine Level 3 Tür? Hier, da. Ah ja. Warum ist hier ein Schrank, wo ich Ashley reinstecken kann? Oh ne, das heißt nichts Gutes. Ist hier noch irgendwas? Da ist ein Schatz. Hier war ich auch noch nicht. Da geht's jetzt wahrscheinlich lang. Wieder. Kapitel geschafft. Nicht einmal gestorben. Ha. Weiter geht's. Spät. Nein. Danke. Die Medizin kam gerade richtig. Kannst du stehen? Wo ist Luis? Er hat sich Sorgen gemacht. Bis zuletzt. Komm. Wir haben keine Zeit. Werden wir die Dinger los. Für Luis. Wir sind wieder vereint. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre wichtigsten Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort. Ada, das wandelnde Lexikon. Immer gern. Schuldest mir was. Ha. Ey, da möchte man nichts schulden. Kapitel 14. Dürfte dann das vorletzte Kapitel sein. Zum Berggipfel gehen. Ein Barsch. Oh, Forelle. Mein Gott.
Tagebuch eines Forschers. Könnt ihr Stopp machen und lesen. Bin jetzt nicht so in Lesestimmung. Rohkristall. Wer ist neu? So, Schätze haben wir jetzt hier alles, oder? Oh. Da lang. Da, wo die verschlossene Tür ist, müssen wir jetzt lang. Natürlich. Kann ich noch was herstellen? Können wir mal Gewehrmunition herstellen. Haben wir ja noch gar nicht benutzt, ne? Können wir ja mal machen. Hilf mir mal da hoch! Ah. Schaffst du's? Das hatte ich vorher gar nicht gesehen. Was denkst du denn? Ich zähle auf dich. Das kann ich mittlerweile im Schlaf. Oh, hier gibt's eine Quest. Was ist das für eine Quest? Kampf der Medaillons. Ah, wieder 5 Medaillons im Frachtdepot. Ja gut, werden hier angezeigt. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Oh, der Händler ist wieder hier. Was ein Zauberer, echt. Heute gibt's wieder... Ich hab da was, das könnte dir gefallen. Ein Schießstand. So, wie sieht's mit unseren Schätzen aus? Ja, wir haben 3 blaue. Bringt aber nichts. 4 rote. Oh, warte mal. Können wir da rein? Da rein? Und den roten da rein. Trio-Bonus. Jawohl. Und hier können wir blau und blau. Man kann ja nur mit Rot genug Farben zusammenkriegen. Weil blauen Dings gibt. Ach, hier gibt es auch Viereck. Hier sieht man's. Das wollte ich euch letztes zeigen. 5 verschiedenfarbige Edelsteine. Mal 2. 5 Stück? Ah, dann müsste ich jetzt hier Rot und den Gelben hier rein. Sind wir bei 4 Farben. Oh, perfekt. Ah, nee. Grünes Smaragd fehlt. Schade. Ein Grün brauchen wir noch. Also, das gibt aber Kohle jetzt hier. Nice. Willkommen. Ich hab was Neues für dich, Partner. Ha. Huh. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Schraubenschlüssel weg, Schlüsselkarte weg, das weg, das weg, das weg. Die 4 weg. Im Grab bringt dir dein und den Rest behalten wir. Ah, dafür lasse ich einiges springen. Besser zu gut kommen. Jederzeit wieder. Gehen wir nochmal speichern. Ne? Gut, Leute, würde ich aber auch sagen, für YouTube war es das mit der jetzigen Folge. Hier auf Twitch geht es natürlich weiter mit der 6. Let's Play Session zu Resident Evil 4, dem Remake. Und auf YouTube würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Play mit mir, Resident Evil. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday.